So, gut, passt. Da sind wir wieder zurück. Hab's geschafft wieder mit dem Neustart. Ja, geiles Auto. Richtig geil, dass es drinnen ist. Auch eben das Tuning. Richtig cool. Richtig cool, richtig cool. Aber wir haben ja noch ein Kfz, mit dem wir die heutige restliche Folge verbringen werden. Und zwar der Rallye Porsche. So. Da bin ich gespannt, was wir dort noch zusätzlich tunen könnten. Oder ob wir es vielleicht zurückbauen können. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. So. Frontstoß. Wäre zwar richtig geil, aber wir werden es trotzdem nicht machen. So, wir könnten auf Heckantrieb umbauen, das machen wir nicht. Und wir können ihn schon wieder einbauen. Alter, den V8 vom 918 Spider. Und einen Boxer 6-Zylinder, Twin Turbo, so. Dass ich das auch noch mal, so, Reifen. Alter, 2,85 auf der Vorderachse. Ah, sagen wir 2,55 reicht. Hinten können wir vom... 305 Reifen! Ach du Kacke! Hinten machen wir ein bisschen breitere. Und wir haben sie hier auch. Natürlich muss die sein. Wisst ihr was? Legen wir sogar tiefer. Aber nur Spaß haben. 242 Kilo haben wir raus. Das passt ja mal. So, die Twin Turbos machen wir mal voll größer. Welchen Leistungsindex haben wir denn? Essence, okay. Kein Auspuff geht. Eieieiei. Komm, mach mal Vollaufbau. Ein Rallye-Vollaufbau. So. Okay. Oder bauen wir überhaupt einen anderen Motor ein? Na, bleiben wir beim Originalmotor. Jetzt haben wir 565 kW. Ja, da geht schon was, hätte ich gesagt. So, ein bisschen Feintuning noch. Da müssen wir ein bisschen runterschrauben. So, Übersetzung. Nur auf Beschleunigung, okay. Das taugt man nicht, wenn man da so ein... Die 3361 müssen wir beibehalten. Von 0 auf 97. Okay, das geht nur da. Ah, da ist er. Da ist er. Da fängt er an. Gut. Da machen wir so, so. Feder. Was? Alter. Was ist das für ein... Nur testhalber. Nur testhalber. Nicht gleich aufregen. Alter, was ist das? Was ist das? Alter Schwede! Was? Komm, so fahren wir. Wenn wir schon so ein Auto zur Verfügung bekommen. Achso, verdammt. Wir haben nicht die maximalen breiten Reifen.
dann wird das natürlich schwer. Wir haben ja einen Vollaufbau. Dann darf das nicht fehlen. So, nochmal schnell rein. Verdammt, was tue ich? Da müssen wir her. Da müssen wir her. Einmal die maximale Breite. Komm, aber da können wir nicht so. Diesen Aufbau. Ja, die Ansatzspurplatten können wir drauf machen von mir aus. Wobei hinten ist sogar das zu viel. Na, machen wir gar keine. Machen wir gar keine Spurplatten. Was? Also wegen die Reifen wäre immer schwerer. Es hätte mir jetzt gewundert. Spurplatten weggegeben und die werden schwerer. Na, weil das schaut ein bisschen Panne aus. Sollen wir einen Fahrzeug dann live machen? Komm, mach mal einen. Schnell hin teleportieren. Was? In 4 Minuten erst? Dann fahren wir hin, gemütlich. Was haben wir da? Eine Nachricht. Tägliche Auszahlungen. Danke, dass ihr meine Designs heruntergeladen habt. So. Dort, da können wir Meisterschaft wieder machen. Ein Erfolg habe ich gesehen. Ist Rüste 50 Autos voll auf. Das ist ein Wahnsinn. Eine, die kosten 3, 25, na toll. Ich berechne jetzt die Route zum Forzaton live. So, dann fahren wir da hin zum Forzaton. Das sind Bremslichter da oben, geil. Eigentlich müssen wir ja da mal quer durchlatschen. Dann fahren wir mal dahin. Oh, was haben wir denn für Forzaton-Veranstaltungen eigentlich? Wow. Warte, schauen wir gleich. Führe 3 Lackschadenfähigkeit, führe 2 großartige Geschwindigkeitsfähigkeiten aus. Okay. Was? Warum ist das zurückgesetzt worden? Oh, muss man das mit einem Auto machen? Geh, kack mich doch an. Müssen wir hin. Warte, wann startet denn der ganze Geschichte? Eine Minute. Dann fahren wir noch mal zurück auf die Autobahn. Dann machen wir die 2 ultimativen Geschwindigkeitsfähigkeiten. Dann passt das schon. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Das wäre dann nämlich ziemlich scheiße. So. Easy schaffen wir die. Da haut einen in der Drehzahlbegrenzer einen Strich durch die Rechnung. Weil er gangert unter Umständen noch viel schneller.
Ja, dann muss ich das nochmal neu machen. Im Offroader. Muss ich sowieso schon mal schauen, welchen das ich habe. Oh, wir sind eh schon zu spät, glaube ich, oder? Na, okay, ist erst jetzt. Oh, da ist ein Schild. Oha. Okay. Erreiche den Blitzer, wo ist er? Nichts gegen meinen Offroad Porsche. Alle weg da. Wow. 400 Metern scharf rechts abbiegen. Also quer geht er mal. Das geht ja flott voran. Bei nächster Gelegenheit wenden. Zum Glück haben wir ein kurzes Rallye-Getriebe. Können wir schnell beschleunigen. Nice! Erreichen Sie das Gefahrenschild. Nein! Aber wenigstens ist ein anderer auch noch reingefallen auf diese Falle. So, ein bisschen springen, wenn wir schon so bodenfreit haben. Ah, über diese Schanze können wir zu dem Dings schauen. Zu dem Schild springen. Das wäre ja klasse, wenn wir das noch schaffen. Warum habe ich die nie gesehen? Hm, komisch. Alter, wie weit müssen wir da fliegen, bitte? Man muss auf jeden Fall über das Rohr drüber springen, weil sonst ist immer gescheitert. Also voll viel anran. Genau da. Schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Nein. Egal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir das Gefahrenschild erreichen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Challenge. Nice. Erreiche den Blitzer. So, Vollgas. Da trifft er dann mit seinem Honigkorn. Das ist ja lässig, da kann man so Driftzonen auch mitnehmen, einfach so.
Das ist ja cool. So. Wenden. Mayday, Mayday. Zehn Minuten. Schafft man leicht. So, schneller Leute, schneller. Aber wie schnell muss das bitte im Sommer gehen? Das ist ja krank, wenn da jeder mit dem Supersportwagen umeinander fährt. Schaffe ich es noch einmal durch? Bitte! Jawohl, und ich war der Letzte! Glaube ich. Nice! Wisst ihr was? Jetzt nehmen wir das. Das Schild da vorne gleich mit, wenn wir schon da sind. Das habe ich noch gar nicht freigeschalten. Deswegen. Wo ist denn das da drüben, das Schild? Das ist auch auf dem Betonrohr da oben. Hä? Alter, wie kommt man denn da hin? Egal. Lass mal bleiben. Wie krank sind diese Sachen. Und wir... Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn ich mal ein schlechtes Rennen fahre, denke ich mir immer, Mann, wenn ich fliegen könnte, wäre wirklich alles so viel leichter. Magst du die hier für mich ausprobieren? Nein, wir wollen die Querfeldeinrennen weitermachen. Da haben wir da drüben gleich eins. Da werden wir sich hin teleportieren und das mal schnell machen. Solo. Blaupause erstellen. Rallymonster offen. Sicher. Und fahren wir los. Ist eh eigentlich ein extremer off, oder? Alter, wie hoch der ist. Das ist nicht immer so genial. Okay, im Vergleich zu den anderen Autos. Oh verdammt, diese Scheißmauer. Scheißmauer.
Alter, warum tue ich mir das so schwer? Na, Manta, was soll das? Alter, ist es auf unschlagbar bitte eingestellt? Oder ist mein Auto so kacke? Alter, was soll das? Das gibt's ja nicht. Das muss auf unschlagbar eingestellt sein, Herr. Das gibt's uns gar nicht. Das ist zum Beispiel so wieder so ein gutes Beispiel. Wie will man das schaffen, bitte? Hörst du, und du trafst mich jedes Mal fast. Okay, da haben sich zwei einbaut. Da hat sich der nächste einbaut. Einbauen müssen sich die Leute, dann habe ich eine Chance. Aber sonst nicht. Da schaut, er holt schon wieder auf. Oh, komm schon. Bin ich selber auch noch angefahren. Na bitte, komm. Wenigstens Sechster. Wenigstens Sechster werden. Pass. So. Sechster Platz. Ich glaube, dass das auf unschlagbar eingestellt ist. So schaut's aus. Stufe 84. Nice. Gut. Und was bekommen wir? Na sicher. Ei. Oh, da ist ein Gefahrenschild. Das können wir von mir aus mitnehmen. Wenn wir schon da sind. Übrigens, das Schloss gibt es auch zum Kaufen. Das ist so ein kleines Strandschloss. Kleines. Wo ist das Gefahrenschild? Ah, da ist. Gibt Schilder auch? Ist es dort drinnen? Wenn ja, nehmen wir es gleich mit. So, jetzt können wir es zerstören. Die Gefahrenzone. Vollgas. Verdammt! Ist es gar kein Leck gegeben? Dann was soll das bitte sein? Wieso lenkt er so?
würde jetzt 3 Sterne geben. Was? Okay, gut. Gut, passt. Dann hätte ich gesagt, was das mal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Oh, nice! Abonniert dann unseren Channel, dass ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!